Happy New Year! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Building Game, wie wir es ja zu Weihnachten schon hatten. Heute mit der lieben Kitty Fun Cat. Hallo. Der lieben Tschüsska. Hallo. Dem Elpec. Hallo. Dem Hose. Hallo. Dem Wolle. Hallihallo. Und unseren Special Guest, den Kanitz. Oder so ähnlich. Habt ihr bemerkt, dass nur die Frauen lieb sind? Ja. Oh, das war Absicht. Oh. Ist dir aufgefallen, wie nur Wolle nicht Hallo gesagt hat? Doch, hat er. Da hat Hallo gesagt. Hat Hallo gesagt. Korinthenkacker. So, Thema diesmal Silvester Neujahr. Genau. Ja. Fiel überhaupt nicht bei unserem super Intro auf. Hose gut gemerkt. Hose gut gemerkt. Ja. Hose brav. So, eventuell aus aktuellem Anlass, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß ja. Nicht. Ja, voll. Ja, nee, ja, hab immer noch Kopfschmerzen. Wir feiern dieses Mal von letztem Jahr nach, also. Ich gehe dann mal auf. Frohes 2015. Hat jemand hier einen Schneemann gekillt? Was? Nee, aber das war bestimmt nicht. Ein Schneemann ist tot. Nein, oh nein, der Schneemann. Ich bin Ersatz. Das ist einer von denen, die wenigstens gerade saßen. Oh Gott. Ja, okay. Jetzt steht ein neuer. Hm? Das ist die richtige Platte. Weiß nicht. Ob Back bin. Oh, Epic. Das Elpec, hast du gut gefixt. Ja, Mann, ich hab das gefixt. Ja, ihr seht schon, auch heute funktioniert alles wieder super. Ja. Ja, nur diesmal weiß ich nicht, wieso es nicht funktioniert. Opt out of playing. Ah. Ah, jetzt geht's. Opt back ach, in. Seth Blank. Ah. Okay. So. Oh Gott, jetzt müssen wir uns ja was einfallen lassen. Ja, stimmt. Oh, das hab ich vergessen. Ja. Achso, ich muss erst den Zettel reinlegen, ne? Oh Gott, es muss ganz entfernt irgendwas damit zu tun haben, richtig? Ja. Shit. Womit? Mit Neujahr Silvester. Oh. Ups. Schreiben muss gelernt sein. Bin eingesperrt. Lass mich hier raus. Wenn ich am Anfang noch groß, ich hätte das extra gefixt vor der Aufnahme. War es trotzdem kaputt. Kann ich ja nichts für, ist ja nicht meine Map. Das dann heißen. Nächstes okay. Mal hätte ich hier drin gerne einen Fernseher. Ja. Okay. Gut. Ja. Sure. Und noch irgendwie Minigame. Hm? Oh ja. Links Game neben Boy. Mir und. Wen warten wir noch? Auf Tuska. Oh, ich sehe es. So. Tuska! Oh. Okay. Okay. So. Scheiße. Oh, really? Oh nein. Ich hatte komplett vergessen, dass das überhaupt so. Hat das was mit. Ich wusste nicht, dass es. Ich wusste nicht, dass was mit Silvester zu tun hat, ja. How the flipping Schneikies, vielleicht ist das mal normal. Gucken, wie ich das jetzt baue. Wie lange Zeit haben wir nochmal? Jetzt eigentlich schon los? Ja. Diesmal wird man nach 5 Minuten nicht automatisch geteleportiert. Das wäre aber ganz nett, weil man trotzdem, auch wenn man nicht fertig ist, einfach nach 5 Minuten den Button drückt, weil das sonst echt zu lange dauert. Ja, wir haben das einfach nur gemacht, falls irgendwas dazwischen kommt, damit. Genau, wir letztens bei Wingman. Oder bei. Ja. Bei wem war das noch? Das war bei Wingman. Alter, oder? Das war das Lustigste, ja. Was der jemals. Also das diese pinke überhaupt, Schlange. Ja. Ja. Was du für einen Golfschläger gehalten hast. Ach, genau. So. Ja, die Sockenschlange war aber auch. Bauen, ne? Hm. Ja. Nee, wieso? Hm. Ich dachte, das ist Rumsteh-Game. Ach so, ach ja. Du hast das völlig falsch verspielt gespielt. Verspielt. So, das wird also total schön, glaube ich. Ich wollte gerade fragen, muss das gut aussehen? Nee, ne? Nein. Es, ja. Es muss erkennbar sein, der Begriff, den du bauen solltest, aber naja. Auch das trifft oft nicht zu, also, ne? Ach, komm, das, keiner, das muss ja wohl einer erkennen hier. Der muss ja wohl auch einer erkennen. So, da ist die Dingens und hier ist jetzt ein Teil auf dem Dingens. Steht ihr? Oh. Ah, ja. Cool. Ich wollte gerade Iron Fence suchen, aber den gibt's ja gar nicht. Ja, das ist echt schön. Gut, ey. Bin mal gespannt. Ich denke schon wieder total kompliziert. Ja, meins ist eigentlich relativ einfach zu bauen. Ja, meins eigentlich auch, aber ich will das eh so perfektionistisch genial machen, verstehst du? Das ist fast so wie mein Rentier, das ich immer noch sehr episch finde. Und ich musste auch tatsächlich vor wenigen Tagen nochmal ein Rentier machen und ich habe es getoppt. Wow. Das kann man noch toppen. Ja.
kann man. Blöde gebaut, aber jetzt alles nochmal umzubauen, eine Scheiße. Ach Mann. Das ist doof. Alter, wenn das einer erkennt, dann kriegt er von mir höchstpersönlich irgendeinen Preis. Was denn? Ja, den Begriff. Kann ja jetzt schlecht sagen. Nee, welchen Preis? Ach so. wenn man was erkennt. Das einzige noch zusammengehörige Paar Socken, was ich besitze. Das ist ja echt motivierend. Endlich. Ja. Sogar ich wasche es auch vorher. Ja. Das lohnt sich ja schon fast. Ja, ne? Oh, wie lange haben wir noch Zeit? Oh mein Gott. Okay, wenn, also wirklich, wenn das einer erkennt, dann... Wie lange hat man denn generell Zeit? 5 Minuten. 5 Minuten. Nach 4 Minuten sagt ihr Bescheid. Und was ist 5 Minuten nochmal in Clock? In Clock? Ja, rechts steht ja nur Clock. Ja. Ich glaube 5 Minuten sind 300 Sekunden, oder? Wirklich? Ich glaube schon. Und so Feuer und Tiere oder sowas kann man spawnen, oder nicht? Ja. Ja, Tiere haben auch keine KI, auch also die bleiben einfach stehen. Genau. Bitte? Tiere haben keine KI, die bleiben stehen. Gut. Und ich weiß nicht, Firespread dürfte auch aus sein wahrscheinlich. Ja. Möglich, ja. Wär sonst ein bisschen blöd. Sieht irgendwie anders aus, als es soll. Denke ich mir auch gerade. Ja. Sieht total aus, wie es aussehen soll bei mir. Kann man total. Ja, also ich glaube, es geht jedem. Kann man, Entities, bleiben die da, oder? Wurde gerade erklärt. Entities haben keine KI und bleiben für immer da. Gegenstände, also wenn ich Entities Gegenstand generell hinlegen. Haben keine KI und bleiben für immer da. Okay, dann... Oh nein! Oh Gott! Was? Wie gesagt, bitte bei 300 Sekunden auch wirklich den Knopf drücken, weil sonst stehen wir hier vielleicht 5 Jahre. Ja. Was, also jetzt oder wie? Nee. Nein, bei 300 Sekunden. Aber ich finde die Warnungsmelodie wirklich süß. Oh, das ist richtig schön. Boah. Weiß nicht warum, aber die erinnert mich irgendwie volle Kanne an Mario. Das ja, ich wollte auch gerade sagen, als würden wir gleich losfahren oder so. Was muss ich nochmal machen, um ready zu sein? Ach ja, auf den Knopf drücken. Ja. Das ist sogar die Mario. Das ist, wenn du in einem Side-Scrolling, also so in einem scheiß Mario Brothers oder so, wenn deine Zeit unter 100 geht. Oh, daher kommt. Oh, stimmt. Sampling hat doch auch den Super Mario Skin. Meine Güte. Endlich schließt sich alles zusammen. Yay! So. Ja. Das erkennt niemals irgendjemand. Nee. Oh, Kahn, du bist ja noch hier. Oh, das ist so schön. Das ist aber das Lustige daran, wenn es dann später einer raten muss und weiterbauen muss. Das... Also ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber wenn das jemand errät, dann... Ja. Man könnte es eventuell erkennen, wenn man denn kennt, was es ist. Ich hätte es nämlich nicht. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ja, wenn man weiß, was das Wort ist, könnte man meins auch erkennen. Ja. Ach, ich meine, wenn man die Tätigkeit kennt. Weil du hast auch so eine Tätigkeit. Ja, nein. Also die Begrifflichkeit halt, ne? Mann. Ja, lol. Wo ist der Knopf? Ja. Sind wir alle fertig? Aber oh, wir sind alle fertig, sehr schön. Ja, gleich. Ich hab den Knopf abgeschlagen. Wie du darüber einfach gelacht hast. Und man hört nur leise Randale. Okay. What? In the Lord of the Jesus. Hätte ich Ahnung von irgendwelchen. Ich glaube, ich muss meinen eigenen Begriff frei haben. Also ihr seid euch sicher, dass ihr Silvesterbegriffe genommen habt und nicht Halloween, also, oder? Ich muss jetzt, wenn ich Silvester nicht gut kenne, bedeutet das dann, dass ich diesen Begriff hier nicht weiß oder bedeutet das einfach, dass die Person total scheiße gebaut hat? Was ist das? Im Zweifel kann bedeutet es, dass du irgendwas nicht weißt. Warum ist das hier ein was? Okay, das, okay. Okay, ich lasse mir einfach einen saudämlichen Begriff einfallen, was ich, das sein Ich glaube, ich hatte Easy Mode, weil das war echt gut zu erraten. Dann war das vielleicht meins, weil meins war wirklich einfach zu erraten. Es tut mir so leid für die Person, die meinen Begriff bekommt. Oh Gott. Ich befürchte, ich habe das komplementär zu dem Begriff hier gewählt, aber what the fuck ist das jetzt? Will ich wissen, ob das Hose wirklich meins hatte. Ist da ist Tiska neben mir und auf der anderen Seite ist... Geht die neben mir auch. Oh. Weiß aber nicht, in welche Richtung das geht. Das wird komplett gewechselt, weil Tiska war vorher links neben mir und jetzt ist sie rechts neben mir. Oh, echt? Früher? Also in der alten Version wurde das nicht komplett gewechselt, da waren die wirklich immer, Vielleicht, weil man dann zu sehr wusste, wer das gemacht hat. Also ja. Vielleicht hat das deswegen geändert. Oh, okay. Oh, Lord. What the fuck? Es ist genau das Gleiche. Och, nö. Das sah beim ersten Mal schon scheiße aus. Das hat nichts mit Silvester zu tun.
Und das ist auch kein Wort, was mir eingefallen wäre, wenn ich irgendwas gesehen hätte. Pass auf, es ist mittlerweile so, dass man schon ein paar Mal raten musste. Ist doch logisch, dass nach dem ersten Mal raten, das nichts mehr mit Silvester zu tun hat manchmal. Bin ich mit meinem eigenen Begriff gelandet? Vielleicht hatten auch einfach mehrere die Idee. Aber nein. Okay, vielleicht hat das doch was mit Silvester zu tun und ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, wollte ich sagen. Warte mal, das ist... Problem ist, dass ich keine Ahnung von Silvester habe, also so überhaupt nicht. Ja. Nee, ich auch nicht. Eigentlich mag ich Silvester überhaupt nicht, weil ich finde das einfach nervig, ehrlich gesagt. Ach, es geht. Kommt drauf an, ja. Ja. Ich finde es nur immer ein bisschen unangenehm mit Tieren, weil... Oh, nein, ja. Unsere Katze freakt voll aus. Wenn die armen Vögel auch. Ja, mein einer Kater, der hat einmal aus Versehen Silvester beim offenen Fenster erlebt und seitdem hat er panische Angst, sodass er das eine Mal ist er irgendwie in Anführungsstrichen eingeschlafen, sah aber so aus, als ob er einfach tot umgefallen wäre. Er ist einfach so zur Seite geklappt und ich habe erstmal fast einen Herzkasper gekriegt. Das erinnert mich an den Streich, den mir mein Freund vor einer Weile gespielt hat. Wir hatten Besuch und den ist nichts Blödes eingefallen, als es mich zu erschrecken. Deswegen sind sie rausgegangen und auf die Terrasse und von dort aus kommt man ja wunderbar an mein Fenster, beziehungsweise mein Zimmer ist halt der Durchgang zur Terrasse und haben dort gegen die Fensterscheibe geklopft. Ich war halt total unbeeindruckt, so nach dem Motto, was ist denn jetzt los? Aber mein Kater, der hat gefaucht und geknurrt und hat sich unter den Schrank versteckt. Du kannst dir vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen, wie ich meinen Freund und meinen Kumpel zusammengeschissen habe. Ja. Darf ich noch was anmerken, dass ich nach dem Begriff gegoogelt habe, weil ich irritiert war? Wow. Voller Cheater. Und hier stand jetzt ein Ergebnis mit A German New Year's Eve Tradition. Also ist es wohl doch was ich nicht kenne. Ach. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Hört auf, immer zu raten. Meins sieht jetzt richtig nice aus. Knopf da. Oh, ich bin der Erste. Oh, yeah. Ja, kannst du ein paar Socken selbst gewinnen. Oh, mein Begriff war aber auch einfach, glaube ich. Ich darf nicht zu den anderen rüberfliegen und gucken, ne? Das wäre schon. Nein. Oh. Oh Gott, ich muss so viel bauen. Ich freue mich schon auf die Phase später, wo wir sehen, was zu was geworden ist. Weil wenn ich jetzt den Begriff lese, denke ich mir so, das muss vorher mal irgendwas, das muss auch mal Sinn gemacht haben. Nee. Vor allem würde ich gerne wissen, was mein Begriff war. Ich werde dich einfach blamieren, wenn wir an meinem ankommen und ich dann sage, dass ich die Tradition nicht kannte und die alle so, was, das kennst du nicht und so. Kann sein, dass es das gleiche ist, was ich auch nicht kenne. Wäre lustig, du. Ich kenne ganz oft so Traditionen nicht, weil wir hatten immer eigene Traditionen und die kommen halt aus so einem Mischhaushalt und da ging es eigentlich immer nur um Essen. Ja. Das Einzige, was da Tradition war, war die Menge an Käse, die dazugehört. Boah, wie lange haben wir denn noch? Oh ja. Oh je. Warte mal, 300 ist vorbei? 300. Ja. Oh shit. Ich habe noch nicht mal das Wichtigste so gesehen gemacht und es fehlt noch so viel. Was für einen komplizierten Begriff hast du denn? Irgendwie, weiß ich nicht. Ein, der nicht so einfach ist. Jemandem auf der Straße frohes Neues wünschen oder so. So ähnlich, ja. Jemandem auf der Straße mit blauer Jacke und grünem Oberteil frohes Neues wünschen. Mit so 9 Blättern im Dispenser. Ja. Ich habe das einmal gesehen, da hat... Da hat einer beim Building Game irgendwie wirklich 3 Blätter oder so reingemacht und alle so, what? Ja. Du musst dann, wenn man nicht schnell genug ist, kann man natürlich nur eine begrenzte Zahl reinlegen. Es sei denn, man schreibt halt alle. Wird schon passen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wo ist die Knopje? Die Knopje. Nein, ich bin noch nicht fertig. Dann hör so mal lange ab jetzt. Nicht. Das erwähnt kein Mensch. Oder du musst es halt halb bauen, ja. So wird aus einer Socke auch eine Schlange. Ah. Hose. Und kein Golfschläger. Achso, ihr seid noch gar nicht fertig. Oh Gott, das wird so falsch aussehen, weil es so unfertig ist. Ihr müsst ja nicht perfekt bauen. Nee, aber es wird sehr falsch aussehen, nicht? Glaub mir. Gar nichts. Wieso hast du jetzt bis jetzt alles perfekt gebaut? Definitiv. Da bin ich ja gespannt. Ich bin gleich soweit, Moment. Das letzte Dekostück muss noch hin. Das Karnitz und Wolle sind eh noch nicht fertig.
Seid langsam. Ach, ich bin ja nicht mal schuld. Oh, Karnitz. Also wirklich Karnitz. Boah, Karnitz, ey, ist ja unmöglich hier. Ja. Hast du eigentlich gar nichts? Noch was hinzufügen. Wow. So, ein Pfeilbegriff, ich hatte keine Ahnung. Es ist exakt das gleiche, was ich eben hatte und ich kenne das immer noch nicht. Sag mal, kann es sein, dass einfach so die Hälfte von uns den einen Begriff genommen hat und die anderen hatten den anderen? Ich glaube auch. Ich hab nicht einen Begriff, ich habe irgendwas komisches, ich habe auch vergessen, was ich hatte. Ich habe gerade Angst. Was ist das? Vielleicht hätten wir das ein Thema. Mit Neujahr zu tun, das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich weiß, wo du gerade bist. Ups. Verstehe. Das ist bestimmt irgendeine voll die berühmte Tradition und ich habe keine Ahnung, ey. Epic, geh dich mal weiterbilden hier. Ja, ich bilde doch gerade. Ja. Oh. Oh, mein Handy ist nicht lautlos, verdammt. Ich muss schnell schreiben. Schon zu spät, ist aus. Okay, das ist gut. Wie ich gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe, in der Karnitz mich anschreibt. Was? Das ist eine Weile her. Jo. Wow. Wirklich? What's in the name of the Lord? Okay. What? Ah ja, okay. Ich habe exakt denselben Begriff und das ergibt noch nicht mal Sinn, dass es dasselbe ist. Die Hälfte, Leute, habt ihr keine, ich weiß nicht mehr, was ich genommen habe, aber habt ihr so richtige Begriffe gewählt? Ja. Ganz ehrlich, glaub mir, du kannst diesen Begriff, den ich bekommen habe, das ist nicht mal einer, der überhaupt Sinn ergibt. Warum habe ich das so blöde Gefühl, du hast das bekommen, was ich geschrieben habe. Oh mein Gott, ich weiß, was meinst du? Ich hab gerade mega Spaß. Ja, ich hab meine Hand nicht genau, was ich das gesagt habe. Wegen dem, was ich bauen muss. Oh Gott, mir geht's ähnlich. Ich mach's diesmal einfach kleiner. Ich hab keine Ahnung, wie ich bauen soll. Ich hab das Gefühl, dass hat ernsthaft noch jemand das, was ich geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie man auf den Begriff kommt, der da drin lag, von etwas, was gebaut ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man es bauen kann. Bei mir war das dann so, ich hab dann gegoogelt und dann war das so eine Tradition. Also vielleicht ist es mir auch. Nein. Ich kenne sowohl den Begriff als auch das, was es beschreibt, aber ich weiß nicht, wie man es in Minecraft blockt. Ja, ich wusste auch, was es beschreibt, aber ich wusste nicht, dass es mit Silvester zusammenhängt. Oh, egal. Du liest was und du baust das. Auch das könnte das sein, was ich machen musste. Ach, verdammt. Und alles total gefailt, das habe ich das schon mal aufgefallen. Wie soll ich das denn bauen, ey? Was? Alter, wie kommt man auf sowas? Sieht kein bisschen aus wie das, was ich bauen will. Warte, bau. Dann hoffe ich aber, dass mein schöner ist als das vorher, wenn das vorher das sein soll, was da steht. So, das wird jetzt richtig hässlich, was ich bauen muss. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass so mein Begriff, den ich genommen habe, war eigentlich voll der Hosebegriff. Also einer, den du auch nehmen würdest. Was ist voll der Hosenbegriff? Das war was anderes. Nein, ich meine voll der Begriff, den du auch nehmen würdest. Nee. Keine Sorge. Nee. Das sieht kein bisschen so aus wie das, was es ist. Oh Gott, ich google gleich, wie das ausschaut normalerweise. Ich habe das schon ewig nicht mehr gehabt und ich mache das voll oldschool und so. Ach, alle immer mit ihrem neumodischen Googlen, ey. Hier wird noch oldschool erklärt. Du musst noch in die, Bücherei während deiner Aufnahme, wenn du was nachguckst. Ich schlag das noch schön nach. Die wird auch einfach geraten. So macht man das. Ich glaube, es ist das. Ich sollte aufhören, das zu bauen, was ich gerade baue, weil das sieht hässlich aus. Eigentlich ist der erste Schritt. Und so. Oh mein Gott. Ob wir ein Teammitglied auswechseln sollten? Soll das jetzt heißen? Ach, gar nichts. What the fuck ist das, ey? Alter, wenn das einer errät, das ist ja... Oh nein, Julia, warum? Was denn? Hast du gerade rausgefunden, was du machen musst? Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss was bauen, aber ich frag mich, ob man das erkennt, was ich baue. Okay. Oh, das hier wird keiner. Wobei, es sieht ein bisschen. Also, das, was ich gerade baue, sieht ein bisschen aus wie Elbeck. Unabsichtlich. Ist das jetzt eine Beleidigung gegenüber mir oder einfach ein Statement? Nee, das ist ein Statement, einfach nur. Ich werde gleich sehen. Oh Gott, Firesprit hatte dir gesagt, ist aus. Oh mein Gott, ich weiß, was du hast, wenn das so ein bisschen so aussieht wie ich. Nein, glaube ich nicht. Doch. Nein, glaube ich nicht. Von.
Ich glaube, bei der Bemerkung, die ich gerade gemacht habe, werden jetzt die Leute in deinem Video irgendwie lachen müssen oder so. Warum habe ich diese Entscheidung, die ich gerade noch getroffen habe, getroffen? Jo, das genau, weil was ich bauen sollte. Du bist. Gibt es irgendeinen Block oder irgendein Item, was aussieht wie ein bisschen wie ein X? Spiderwebs? Ja. Ein X. Ich meine, die haben zumindest ein X da drin. Die ist schön. X-Men. Die Webs, wo sind die denn? Ah, da. Deko. Im Hose. Genau. Entschuldigung. Vielleicht sollten wir doch ein Teammitglied auswechseln. Okay, jetzt sieht es echt nur einfach nur noch kacke aus, aber oh well. Warte. Oh, Moment. Bin ich noch nicht fertig. Job meint es auch noch mal kurz umgebaut, einfach nur weil es schön ist. Jetzt sieht es voll aus, wie es aussieht. Ach so. Endlich. Ja. Ist das nicht schon sogar die letzte Baurunde gewesen? Ja, ich glaube auch. Wir haben doch immer drei, dachte ich. Dann muss das keiner erraten. Gott sei Dank. Ja, erraten muss das einer. Durch. Aber nicht das bauen, was danach erraten wurde. Oh, Jesus. Ach so. Das ist schon wieder die gleiche Sache, die ich eben bauen. Was ist What? Das? Und ich weiß immer noch nicht, was das ist oder wieso man das macht. Ah, ich hab meins. Meins ist gut gebaut. Okay, wunderschön. Ich habe ja gerade Spinnenweben vor mir. Die stelle ich mir jetzt einfach mal als ein X vor, ja? Oh. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht aus wie ein Kopf einer Toilette. Ich dachte, das wäre ich. Das ist gar nicht so verkehrt. Scheiße. Oh, war ja. Oh, das will ich jetzt sehen. Das kann man halt nicht machen. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich kann nichts dafür. Der Begriff. Ich konnte den nicht anders malen, also zeichnen. Okay, Hose hatte mein. Bin mir sicher. Ach, Tüxer. Aber wenn es das ist, ihr werdet mich so auslachen, warum ich auf diesen Begriff kam. Ich weiß nicht, was das hier ist. Oh ja. Was es mal war. Ja, das ist das Interessanteste, ne? Was war das mal? Ja, vor allem die zwei Begriffe, die ich bauen musste, was exakt das gleiche war, aber bei beiden ergab es überhaupt keinen Sinn, was es sein soll. Sag mal, Tyska, baust du jetzt das Wort oder was machst du? Ich verzweifle, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Schreib einfach irgendwas. Versuch einfach das zu schreiben, was du siehst. Alter, wenn es um Kopf in der Toilette geht, meiner ist der Beste. Dein Kopf in der Toilette oder dein gebautes? Beides ja. Natürlich. Ah. Ja, muss leider jetzt so sein. Ich muss das ja nie was hier. Okay, jetzt kommt das, was ich hab. Oh, ich hab. Oh, ich hab meinen selben Begriff wieder. Nicht Elpec-Kopf in Toilette. Meins hat im Groben sein Ziel gefunden. Okay, kann mir ganz kurz einer erklären? Ich hab reingeschrieben. Darf ich meinen Begriff auflösen, was ich hatte? Ich hatte grüne Feuerwerksrakete, weil mir ist wirklich nichts eingefallen. Und was ich zurückbekommen habe, ist Berghütte. Ich hatte Raketenstab in den Kopf bekommen. Also was? Von so einer abgeschossenen Rakete, wo dieser Stock dann wieder runterfällt und man den auf den Kopf bekommt. Ja. Wow. Ich habe nicht LPEG-Kopf in Toilette wieder zurückbekommen. Naja, passt. Okay, das hier ist leer. Das ist ein was? Wer hat leer? Den Zettel rausgenommen? Weiß ich nicht. Das nicht. Och, Leute. Also weiß wieder keiner Sau, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es noch nie gesehen. Garantiert Bleigießen. Bleigießen mit was ist Bleigießen? Okay. Was ist Bleigießen? Der Originalbegriff war Creepy Figur, Creepy Bleifigur. Weil manche davon werden ziemlich creepy. Deswegen. Wie gesagt, ich kenne sowas, das habe ich. Ich habe keine Ahnung, was Bleigießen ist. Der Löffel ist schön. Du kennst Bleigießen nicht? Alter, Bleigießen ist, du machst Blei heiß und gießt es dann in Wasser. Dann guckst du, was also Blei rauskommt. Also ich weiß, was Bleigießen ist, aber ich weiß nicht, wieso man das macht. Und dann sagen dir die Sterne, was in deiner Zukunft passiert. Das musste ich nämlich raten, nachdem ich auch Bleigießen bauen musste. Und deswegen kam ich hier auch auf Bleigießen. Weil, ne? Bleigießen. Macht Sinn. Ja. Und dann hat jemand Blei in einem Holztopf gegossen. Warum auch nicht? Auf dem Gasherd, gar nicht so verkehrt. Da habe ich, who would have thought, Bleigießen geraten. Ja, ist doch nicht schlecht. Oder? Ich sag ja, grob ist mein Begriff durchgekommen. What nur die creepige Figur ist. Wo seid ihr angegangen? Kann ich tippen? Eigentlich tippe ich alle.
Okay. Achso. Ja, stimmt, weil weiß ich nicht, sind alle weg, nur ich bin noch hier. Du musst immer dann durch die Wand so gehen in den nächsten Raum. Ach so, ich denke, ich werde TP'd. Ja, nee. In den Anfangsraum. Wow. Einmal. Ey, das hat ich gebaut. Du hast Schwanzpolenböller. Ja. Oh mein das Gott. Das ist also nicht eine elongierte Tomate. Ein Böller soll das sein. Aber das wäre eine echt leckere Paprika. Ich wollte auch, das sieht für mich auch aus wie eine Paprika. Ein Böller soll das sein. Rotes Dingsi mit grünem Stiel. Ja, was Blöderes ist mir nicht eingefallen, was das sein soll. Ich musste danach rotes Dingsi mit grünem Stiel bauen, ja? Bei mir sah das aus wie ein Eis am Stiel dann hier. Ja. Das war wie eine rote Paprika. Rakete. Ach, das waren für mich die Hämorrhoiden. Ich glaube, ich weiß, wo du bist, aber. Ich habe dann mehr an eine Rakete gedacht. Deswegen was sehen Hämorrhoiden aus? Gebaut. Ich dachte immer, so soll ein gesunder. Nee, nicht so wichtig. Ja, Ich habe eine rote Rakete beim Start gebaut. Das ist ja fast Pixel-Artwork hier. Das tut mir jetzt leid. Ketchup-Rakete. Ketchup-Rakete. Das erinnerte mich eher an eine Ketchup-Flasche. Und das, was da rauskam, sah aus wie Ketchup. Das ist Feuer. Sure. So, das hier ist noch eine Tradition, die ich nicht kenne, und ihr werdet mich alle umbringen, deswegen. Ich muss jetzt wissen, was das ist. Oh, ernsthaft? Das hier ist eine Rakete. Okay. Das ist eine Rakete. Ja. Ey, die ist voll schön, ja. Wie kannst du diesen Begriff da nicht kennen? Was war denn der Begriff? Ja, Feuerwerksrakete. Das hätte ich auch als Feuerwerksrakete erkannt. Feuerwehr, das hier habe ich nicht als Feuerwerksrakete erkannt. Was? Das sieht ein bisschen aus wie ein explodierendes Haus mit. Ich habe geschlossen. Haus mit Zigarre. Das ist eine Rakete Haus mit für mich. Elpec, du bist daran schuld, dass ich das komische Ding bauen musste. Also, ich fand meine Rakete schön. Haus mit Zigarre. Ja. Haus mit Zigarre kann man ja auch so interpretieren, saugut. Haus mit Kamin. Alter, wieso hast du so ein Riesenhaus gebaut? Ey, die ganzen Treppen hinzuplatzieren muss doch grauenhaft sein. Sag ich flach ja! Flach im Dach vor allem. Jetzt aber schnell. Und das Ding musste ich zweimal machen. Ja, weil ich... Scheiße, ich habe alles kaputt gemacht. Kann ich TP'n? Ja. Danke, wir sollten schon wieder Bleigießen. Genau, das war Bleigießen, das war mein Bleigießen. Malen musste. Genau, und ich muss das malen. Wieso sage ich immer malen? Da hat jemand ich fand das gar nicht schlecht. Das hatte ich erkannt, ja, das habe ich erraten. Haha. Das heißt, Kacke war es nicht. Dann habe ich Bleigießen mit einer Kerze erst auf Google gebaut. Okay. Aber schön, ja, das hat man erkannt. Aber du gießt das Blei nicht in die Kerze, oder? Ich habe Bleigießen gegoogelt und da war so ein Teil mit Blei drin mit einer Kerze. Und nein, das ist, wo man es heiß macht, Hose. Nicht, wo man reingießt. Ja, ich weiß, aber... Da ist ein Leer. Was war hier? Was kam hier raus? Ich hatte Bleigießen reingemacht. Ja, okay, also ich hatte jetzt geraten. Ja, das ist gießt jemand Wasser. Ja. Naja, auf Blei, vielleicht ist der Auffangbehälter aus Blei. Ja, mittlerweile sind die Items, die spawnen, da schwammen doch Items mit drin. Das hatte ich hier jetzt gebaut. Da hat jemand mein zweiter Versuch geraten. Mit Bleigießen, ja. Habt ihr wirklich geglaubt, aus Bleigießen kommen lustige Sachen raus? Ja, ist das? Ja, ist so. Ach so, nee, eigentlich nicht. Doch, habe ich, ach, keine Ahnung. Es hätte... Noch ein Haus mit Zigarre? Ja, ich habe schon wieder Haus mit Zigarre geschrieben. Ich habe grüne Feuerwerksrakete geschrieben. Ist das meins, wirklich? So stellst du dir eine Feuerwerksrakete vor? Aus Holz? Ich habe Haus mit Leuchten. Nee, ich habe grünes Haus mit Zigarre geschrieben. Also das Grüne ist geblieben. You gotta be kidding me. Nein, ich habe beim Roten. Ich habe Haus mit leuchtender Zigarre geschrieben. Gott. Elpec, was und siehst what? Du? Putz deine das Brille. Ist, das ist keine Feuerwerksrakete. Ist das schon wieder... Wir haben diesmal echt viele ähnliche Gedankengänge. Ja, wir sehen Feuerwerksraketen aus. Die haben noch Holzstäbe und oben... Aber die sind nicht so fett und klein. Das ist schon mal eine Feuerwerksrakete. Das ist Minecraft. Alter, es geht um Silvester. Wie erkennst du da eher ein Haus als eine Rakete? Keine Ahnung. Ja, echt. Diese Zündschnur hat mich voll irritiert. Weil seit wann leuchten? Egal. Wegen Elfen. Seit wann hat ein Haus eine Zündschnur? Das muss aber ein Haus sein. Egal. Nur weil Elpex Haus eine Zündschnur hat. Come on. Haus mit Kamin. Aber Haus das mit Kamin. Ist schön geworden. Das wenigstens habe ich ein kreatives Wort gewählt. Ich habe wenigstens eingerichtet noch drin. Ja, das ist ein richtig schönes sitzen, Haus. Ey, das ist ein kreatives Wort, Elpex. Was sagst du gegen meine Ketchup-Rakete? Okay, darf ich dir wählen? Ein kreatives Wort.
Ja. Ich glaube, wir sind fertig. Hallo. Hier hat jemand Dinner for One geschrieben. Ich habe Dinner for One geschrieben. Oh mein Gott, Dinner for One. Oh, Dinner for One, ja klar. Der Typ stolpert über dieses Teil und die sitzt alleine am Tisch. Was soll das sonst sein? Okay, episch. Ganz ehrlich, ich habe nie Dinner for One gesehen, deswegen tut mir leid, was da rauskam. Ach, das ist ja episch. Ich mein, der stolpert doch über so ein Bär, oder nicht? Ja, ja. Ja, Traumhaft. Dinner for One. Das ist echt nice. Das ist richtig nice. Was hast du geschrieben? Silvester Durchfall Butler. Wow. Durchfall Butler, ja, das durfte ich dann bauen. Ja, jetzt. Also, der Begriff ist schon voll geil. Warte mal, ihr regt euch immer mein Haus auf. Ich kenne das. Haus ist einfach nur dämlich, aber ich kenne den Film nicht. Und das sah aus, als ob der da irgendwie. Warum kommt bei dem Butler der Durchfall vorne raus? Weiß ich nicht. Vor allem sieht das wirklich aus, als ob der da vorne rauskommt. Ja, ja, genau. Doppelt. Funktioniert. Möchten Sie nochmal den Butler mit der Getränkekarte? Nee, aber ich hätte gerne den für Durchfall. Okay, was hat das hier mit einem Butler zu tun? Oh, das ist nur angefangen. Oh mein Gott, das ist nur der Unterkörper, der gerade. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Jetzt weiß ich auch, warum ich das bauen musste. Oh mein Rosa Gott. Rosa Kaffeemaschine. Das ist richtig nice, da freut sich aber jemand. Rosa Kaffeemaschine. Eine rosa Kaffeemaschine. Oh, das war ja viel zu nett gedacht. Ja, weil Was war geraten, Rosa was? Rosa Kaffeemaschine. Kam das nicht auch am Ende so raus? Pinke Kaffeemaschine. Ist sie nicht schön? Was, die wurde erraten? Ja. Die wurde wirklich. Oh, die wurde erraten. Ich hab sie erraten. Oh. Ich hab den rosa-pink-Teil habe ich versaut, weil ich die Farben nicht auseinanderhalten kann als Mann, aber ansonsten. Oh, wie schön, meine Kaffeemaschine wurde erraten. Ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht, warum man Lava trinkt. Wenn sowas aus einer Kaffeemaschine kommt, dann trinkt man das gefährlich. Ja. Da habe ich was vergessen. Okay, kann ich dir pillen? Ja. Jo. Oh Gott, jetzt kommt mein Wort. Ich habe geschrieben, Feuerwerksstock ins Gesicht. Ich finde die. Ging nicht anders. Warte mal. Wenn man einen Feuerwerksstock ins Gesicht bekommt, dann ist das nur noch der Stock. Ja. Da ist da nichts mehr dran. Habt ihr schon mal? Aber guck mal, so sieht es wenigstens, hat es noch ein bisschen was damit zu tun. Sonst auch wenn es ein bisschen erkannt, aussieht wie eine Szene aus Harry Potter oder so. Warum ist seine Nase so lang? Das Harry Potter ist der Stock. Das ist der Stock und das ist die Rakete. Raketennase. Das Gesicht guckt aber ganz schön überrascht, muss ich jetzt mal sagen. Was ist eine Raketennase? Das ist eine Tradition in Elfhackland. Ja. Das ist ein Regenschirm. Das ist eindeutig ein Regenschirm. Ach, das soll eine Nase darstellen da oben. Oh mein Gott, hat da jemand mit Redstone mit gearbeitet. Ja, einfach ein Dispenser mit Feuerwerk drin und einem Knopf dran. Oh mein Gott, Rohrkrepierer musste ich mal. Ja, weil, da guck, weil die Rakete da oben feststeckt und nicht ganz durch kann, es ist mir nichts Blöderes als Rohrkrepierer eingefallen. Weil was soll das Rote da oben darstellen? Ich dachte mir, gut, Rohrkrepierer, alles klar. Ich wusste nicht, wie ich einen Rohrkrepierer darstellen soll, also habe ich einen Typen gemalt, der im Rohr krepiert ist, ja. Das ist Mario mit seinem Schnurrbart. Ja, deswegen, nein, eigentlich sollte das ein Mund sein nach dem Motto, ich bin tot. Und das sollte deswegen X-Augen sein. Warum hast du nicht Barrier-Blöcke benutzt? Wie sieht man was? Barrier-Blöcke? Weil ich keine Ahnung habe. Oder Moment. Doch, im Creative sieht doch, man die sieht die, ja, ne? In Items sieht man die. Ich sehe die nicht. Ist auch egal, was ich benutzt habe. Ich habe, ja, so wäre es natürlich schöner gewesen. Aber ist egal. Mal den Schnurrbart. Ich habe hinterher festgestellt, es hätte auch Elpec als Franzose sein können. Der in der Toilette schreckt. Aber okay. Das musste Tuska raten, ne? Für mich ist das ein Haus mit Zigarre. Hallo? Das war aber auch echt scheiße, dass die Person, die einmal die Sache gebaut hat, diese bei der Rakete das nochmal bauen musste und die gleiche Person, das dann zweimal das gleiche Gebaute raten musste. Naja, wir haben zu ähnlich gedacht teilweise und teilweise einfach zu ähnlich dumm gedacht. Okay, warum kam aus meinem Stock ins Gesicht ich in einer Pipe mit Schnurrbart raus? Wegen dem Rohrkrepierer. Naja, Rohrkrepierer ist echt schwer. Ja, das ist wie Julia, die letztes Mal bauen musste, über einen Christbaumständer stolpern. Woraus dann fliegende Pisse wurde. Ja, also da ist der Rohrkrepierer echt noch human. Ich mache echt alles kaputt. Also am meisten feiere ich tatsächlich das Dinner for One irgendwie. Ja, stimmt. Warte mal, wir können uns ja jetzt frei bewegen. Oh, ne? Welches ist denn jetzt am besten geworden? Wir müssen uns ja noch auf einen Sieger eigentlich. Also ich mache die Kaffeemaschine.
Ich, ganz ehrlich, eigentlich ist meine Favoritenreihe ist die mit dem Dinner for One, was dann zu Durchfall wurde. Wie kann es tatsächlich episch? Ich meine, das war doch offensichtlich, dass es Dinner for One ist. Ich kenne Dinner for One nicht. Ich kenne keine Silvester-Raketen. Ich habe das nie gesehen, deswegen glaube ich, dass ich überhaupt nicht ob irgendwie das zusammenbringen kann. Das sieht nicht aus wie eine Silvester-Rakete, okay? Also auch meine Silvester-Rakete ist doch tatsächlich die schönste, oder? Dreieckiges Dach. Ich meine, also Minecraft. Man kann mich aber auch anstellen. Ey, sorry, es ist nicht schön gebaut, das kann man zugeben. Ich mag mal, wer hat die erste Silvester-Rakete mit den Bannern gebaut? Das ist meine. Ich. Die ist cool. Button. Ich weiß nicht, ich glaube, dass. Wer hat Dinner for One gebaut? Ich habe Dinner for One gebaut. Das finde ich echt nicht schlecht. Ja, ich finde es auch ziemlich cool, weil ich glaube, dass es relativ schwierig zu interpretieren ist, aber das war echt cool gemacht. Nein, das war total leicht. Der hat sogar der hat sogar einen Teller am Arm. Also am Arm. Eben, deswegen ist es total leicht, dass es ein Butler ist. Es wäre, glaube ich, interessanter gewesen, wenn Kitty es erraten hätte und mehr dann das Gleiche gebaut hätten. Ja. Hätte man vielleicht einen Vergleich auch gehabt. Stattdessen kam da was? Durchfall-Butler? Durchfall-Butler, ja. Ja, Silvester-Durchfall. Ist aber auch kreativ. Wie kamst du auf Silvester? Hast du Silvester nur dazu geschrieben, weil du dachtest, oh, Silvester ist das Thema? Ich dachte, es hat vielleicht irgendwas noch mit Silvester zu tun, ja. Wer ist hier denn nicht fertig geworden bei dem Durchfall? Das dürfte Wolle gewesen sein, ja. Ja, das war ich. Weil, aber dadurch wurde es halt nur noch klar. Ich hätte wahrscheinlich ein Loch gebaut, wo ein Butler durchfällt oder so, das ist auch nicht viel besser. Aber ich habe ja auch den Rohrkrepierer Mario gemalt, ne? Ja, ja. Der Mario ist voll gut. Der ist schon auch ziemlich cool, also es ist echt hart. Vor allem sobald ich da reinkomme, so, das soll Apex. Ich mag auch die Rakete, die hier hinten, ganz hinten steht, die Ketchup-Rakete, die finde ich auch gut. Die habe ich auch gebaut, ich mag, wie du nur meine gebauten Sachen machst. Ah. Ich mag die Häuser mit Zigarre. Da kam man. Danke, die hab ich gemacht. Ja. Dieses Mal sieht alles aus wie ein Haus mit Zigarre. Ich merke, die sind doch. Ein pinkes Känguru. Oh, Haus mit Zigarre. Nein, okay, pass auf, ich habe mich jetzt auf den Favoriten festgelegt. Mein Favorit ist die Dinner for One-Reihe, weil Dinner for One ist geil, ja. Durchfall ist geil. Also, ihr wisst, was ich meine. Und danach die pinke Kaffeemaschine finde ich auch geil. Würde ich mir auch ins Esszimmer stellen. Also ich mochte diese ganzen meiner Meinung. Ja, ich mochte diese ganzen schönen Häuser mit Zigarren, die waren wirklich sehr schön gebaut. Die Katze identifiziert sich auch als Haus mit Zigarre. Ja, ja. Also vom Spaßeffekt her sehe ich auch hier die Dinner-Povan-Reihe als Dinner-Reihe. Wie süß ist das denn? Gedinner-Reihe. Kotzt die gleich? Nee, die will einfach nur mitmachen. Die meinen Augen so, wow. Ich will eigentlich nicht das Durchfallbild als Thumbnail nehmen, auf so ein Niveau will ich mich nicht herabbegeben, deswegen nehme ich die Kaffeemaschine. So. Das ist nur eine unfertige Kaffeemaschine. Ja. Also ich kannte wie kommen wir eigentlich wieder zurück? Oh Mann. Geh einfach rein. Geht nicht. Kaputt. Ah. Aber ich kann ja nichts kaputt machen. Aha. Eben. Katze, jetzt einmal still. Ich fliege jetzt noch einmal da. So, nee. Ja. Sind wir durch? Ja. Sind wir durch? Wir sind durch, ja. Für heute. Wollen wir noch eine Verabschiedung machen? Ja. Vielleicht? Ja. Wollt ihr alle wieder hierher kommen? Moment. Bei Fuß. PP alle einfach. Genau. War. Wer hat das Dinner for One gebaut? Ich immer noch. Da musst du jetzt die Verabschiedung machen. Moment, ich muss es erstmal wieder dunkel machen. Also ich mach nicht. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen für dieses wunderschöne Video von Silvester-Neujahr. Was hast du gemacht, Kitty? Silvester-Neujahr Building Game mit Häusern mit Zigarre und Durchfall-Butler. Und in der Beschreibung stehen auch die ganzen anderen Leute, zu denen ihr gucken könnt, falls ihr entweder die andere Perspektive sehen wollt oder andere Videos von denen. Genau, guckt zu denen. Guckt zu denen. Das Jahr fängt ja gut an. Durchfall-Butler. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guck schon mal zu denen. Tschüss. So.